Die Digitalität demütigt den Menschen. Sie entwertet den Humanismus. Oh Gott, verleugnet die Realität. Was ist denn hier los? Das ist Krieg. Ausnahmezustand. Breakpoint macht ernst. Was machen wir jetzt? Hier draußen halten wir keine Stunde durch. Die alten U-Bahn-Schächte. Das schaffen wir nicht, Richard. Es ist unsere einzige Chance. Komm jetzt. Hey Leute, willkommen zurück zu Part 32 von Let's Play State of Mind. Leute, wir sind wieder in Berlin gelandet und wie soll ich sagen, das sieht alles gar nicht gut aus. Hallo? Ist das ein Breakpoint-Bot, der da spricht? Wir versprechen, dass wir eins werden mit den Maschinen, dem Weltgeist, dem Universum. Sie versprechen, dass wir unsterblich werden. Richard sagt, wir müssen in die U-Bahn-Schächte. Ist er tot? Oh Gott. Na los, komm! Er ist tot, würde ich mal sagen. Mein Gott. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Lady? Wohl nicht. Okay. Und jetzt? Wie finden wir diese Leute? Ich weiß nur, dass sie sich irgendwo in den U-Bahn-Tunneln verstecken. Die sind nicht gerade klein. Genau, denn der Plan ist, dass wir uns zu Breakpoint begeben und mit denen verhandeln. Um den Preis unseres Oh, hier ist was. Und wir werden nicht dulden, dass die Schuldigen sich in gated communities absetzen, in virtuelle Homelands, fernab von den Zonen der U-Bahn-Eingang, ah, Momentchen mal. Breakpoint für den Kampf der biologischen Menschheit. Geht da mal rauf. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay, da liegt ein, da hängt ein Motorrad in der Luft. Und diese ganzen Bots sprechen für Breakpoint. Aber sie meinen nicht uns. Sie meinen sich selbst. Sie selbst wollen Götter sein. Um den Preis unseres Untergangs. Okay. Leute. Überall Tote, das ist übel. Aber um den Preis der Destabilisierung. Gut, dann gehen wir mal in die U-Bahn-Tunnels. Da! Da? Sehr gut, Lydia. Gut erkannt. Ja, Leute, es wird ernst im Spiel. Kann mich nicht des Gefühls erwehren, dass wir... Breakpoint. Hier müssen Sie durchgekommen sein. Dass wir nicht auf den Breakpoint zusteuern, nur, nicht nur, sondern auf den, ja, entscheidenden Hainun-Point. Okay, was ist hier? Alter U-Bahn-Eingang zu verboten Lebensgefahr. Mist. Da komme ich nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Aber vielleicht hier durch den... Das sieht eher aus wie ein Aufzug. Tür, kein Zutritt. Abgeschlossen. Das lass meine Sorge sein. Ah, wir können hacken. Oh, das war jetzt Zufall, Leute. Okay. Ah, ein Gulli. Das Zeichen dort. Das habe ich in Walters Notizen gesehen. Walter, du bist ein Genie. Also runter in die Kanalisation. Thief-Symbol, also Dieb-Symbol. Okay, das, nachdem er das aber schon angezeigt hat, war das jetzt ehrlich gesagt, die Anzeige hat die Spannung ein bisschen genommen. Untersuchen, zu Kanalisationshilfe verboten, Lebensgefahr, hinabsteigen. Also dann. Verdammt. Dieses Cloud-Call-Modul lässt sich nicht aktivieren. Was willst du denn jetzt von deinem Hausroboter? Er muss uns die Kryobehälter von James und Tracy bringen. Wir brauchen ihre Körper. Dein Bot soll dir also helfen? Er heißt Simon.
Okay. Lydia ist verwundert, dass Richard auf Simon zielt. Okay. Wie kommen wir darüber? Richard und Lydia haben den Untergrund erreicht. Das ist wohl wahr. Da ist das Zeichen wieder. Oh ja. Die Brücke müssen wir aktivieren, untersuchen. Keine Systeminformationen verfügbar. Sie klemmt. War ja auch nicht anders zu erwarten, Leute. Wir müssen sie entklemmen. Cool gemacht hier. Möchte zwar nicht mit ihnen tauschen. Lydia, bleib doch stehen. Du kannst dich ja kaum bewegen. So, Irgendein Werkzeug. Ah, Terminal. Terminal, keine Systeminformationen verfügbar. Bleib du am besten hier beim Schalter. Ich schaue mir das mal an. Ah, und ich kann jetzt zwischen Richard und Lydia wechseln. Könnte eine Art Timing-Sache sein. Benutzen. Okay. Dann probiere ich es mal mit Charakter wechseln. Lydia. Benutzen. Geht es jetzt? Sehr gut, Lydia. Teamwork ist immer noch das Beste von allem. So. Hallo, Breakpoint. Sind wir schon da, oder? Ermutigen, einfühlsam. Einfühlsam. Hast du Angst? Vorm Sterben, meinst du? Na klar habe ich Angst. Ich bin da, okay? Ich bin bei dir. Lass uns versuchen, es bis zu Breakpoint zu schaffen. Vielleicht können sie dir helfen. Hör auf damit. Ich bin froh, wenn sie dir helfen. Ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche. Er ist gefährlich, verstehst du? James? Eine Super-KI, die sich rapide weiterentwickelt. Umso mehr braucht er den richtigen Vater. Okay. Wo schaut mal U-Bahn-Schienen? Straßenbahn-Schienen wollte ich sagen. Da. Okay, hier können wir nicht weiter. Sieht aber alles sehr gut gemacht aus, Leute. Sehr coole. Da. Das Zeichen, ja. So. Also viel auffälliger hätten sie es nicht machen können, unsere Freunde von Breakpoint. Vielleicht kann der Bot uns helfen, Simon zu erreichen. Hallo, Bot. Dich hat jemand geschrottet. Identifizierte Person, unregistrierter Bot, Base-6-Bot. Ein Base-6-Bot? Registriert auf Kurtz Robotics Lab Inc. Status aktiv beschädigt, Auslieferungszustand. Okay, reden. Nee, kannst du mich hören? Laut und deutlich, Sir. Ich muss meinen Bot erreichen. Kannst du uns helfen? Ihr könnt mein System nutzen, um auf das Bot-Network zuzugreifen. Hier. Nehmt meine Transmitter. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Dann sollte das Signal zur Kontaktaufnahme ausreichen. Danke. Okay. Oh. Position. Keine Information verfügbar. Transmitter platzieren. Platziert den einen hier im Raum, den anderen so nah wie möglich an der Oberfläche. Okay. So nah wie möglich an der Oberfläche. Muss ich da jetzt dann wieder zurücklaufen oder wie? Da lang.
Oh, ich bin aus Versehen auf Cloud Call gekommen, Leute. Sorry. Was ist das hier? Untersuchen? Tür, die Bau- und Funktionspläne dieses Gebäudes unterliegen Security Level X. Ich will es mal noch nicht öffnen, Leute, weil ich weiß nicht. Lydia kommt nicht mit. Was mir irgendwie sagt. Ah, halt, müssen wir hier rauf. Das da oben. Lass mich hochgehen. Ich kann da oben wenigstens noch mit dem Bot in Kontakt bleiben. Okay. Okay. So weit oben wie möglich, deswegen. Super. Richard, du musst ein bisschen zur Seite gehen. Mhm. Üha. So. Noch weiter nach oben. Ich hoffe, sie hat jetzt dieses Teil dabei. Position. Oh, schaut mal, Leute. Berlin brennt. Oh no. Position. Was ist das? Position. Position. Ja, aber wo ist jetzt denn die richtige Position? Untersuchen, kein. Ja, gut. Jetzt müsste ich gucken, welches von denen ist höher. Okay. Ja, ich kann es bloß falsch positionieren. Ich würde es mal hier positionieren, Leute, dann nicht so nah an irgendeiner Mauer. Vielleicht ist dann der Empfang besser. Okay. Das Signal ist noch zu schwach. Okay, falsche Position nehme ich mal an. Diese Position? Optimale Signalstärke. Position beibehalten. Okay. Kann ich Lydia? Ah, Lydia ist wieder unten. Oder zumindest in der Nähe. Da ist Richard. Okay, hallo Richard. Okay, lass uns gehen, Lydia. Beziehungsweise kann ich jetzt. Ah, okay. Muss ich jetzt mit dir reden, Bot? Ah, reden? Okay, hier ist die ID von meinem Base 5. Kannst du eine Verbindung herstellen? Simon, ich bin's. Mr. Nolan? Sie verwenden eine illegale ID. Ich werde gesucht, Simon. Das weiß ich, Sir. Eine forensische Abteilung ist bereits hier gewesen und hat mein Gedächtnis ausgelesen. Natürlich. Es tut mir leid, aber ich konnte nichts dagegen unternehmen. Spielt keine Rolle. Du musst mir helfen, Simon. Jetzt sofort. Ich habe Tracy und James gefunden. Sie liegen in Kryoschlafbehältern am Mobility Port. Im Kryoschlaf? Dann haben sie sich als Kolonisten gemeldet? Sind sie sicher, dass... Du musst sie uns herbringen. Kannst du das? Wohin bringen, Sir? Ich schicke dir Koordinaten. Es ist gegen das Gesetz. Drängen, diskutieren. Das Gesetz ist falsch. Das ist ein gefährlicher Gedanke. Es ist ein menschlicher Gedanke. Man wird mich sofort aufhalten. Ich habe dir eine illegale ID geschickt. Ich muss darüber nachdenken, Sir. Simon, bitte. Okay. Bin nicht sicher, ob er... Okay, Lydia geht in die Richtung. Ich würde mal sagen, da geht's weiter. Ich verstehe Tracy jetzt. Wer will schon einen Körper, der verfällt? Halt durch, Lydia. Wir finden eine Lösung für dich. Vom eigenen Mann betrogen werden mit einer Jüngeren. Hör auf damit. Ich würde auch einen Neuanfang machen, wenn ich könnte. Hör einfach auf, okay? Komm.
Okay, das waren jetzt etwas kritische Worte von Lydia. Nicht ungerechtfertigt, muss man sagen. Okay, Tür. Was ist das? Sieht sehr auffällig aus. Öffnen. Okay. Ist sehr dunkel, das gefällt mir nicht. Okay. Da hinten kommen wir nicht durch. Aber das ist die richtige Richtung. Ich lass mir was einfallen. Komm, wir müssen einen Lichtschalter finden. Mhm. Okay, da lang müssen wir, von da sind wir gekommen. Und nach einem Lichtschalter Ausschau halten. Möglicherweise hier? Ah, da hinten leuchtet was. Wo komme ich denn da hier so hin? Da ist was. Aber da ist auch was. Okay. Na gut. Lydia. Lydia. Sehr gut. Ausgetrickst. Ja. Das sind dann wohl die Toiletten. Gerade nochmal rausgekommen, bevor Lydia uns den Weg versperrt. Okay, Leute, gut, dann machen wir jetzt mal das Licht an. Wenn dieser Schalter, Hauptstromschalter, okay, Starkstrom-Lebensgefahr. So gefährlich war es jetzt nicht. Ich denke, da durften wir auch durchkommen. So. Ja, Leute. Kommen wir da jetzt besser durch? Ups. Hängen geblieben. Da ist das Zeichen wieder. Ah, hier. Ja, aber hier kommen wir nicht durch. Lydia steht da hinten. Ja gut, die Frage ist, was wir jetzt noch alles machen. Im Grunde bräuchten wir irgendwie so eine Art Werkzeug, hätte ich gesagt, um das Ding aufzuzwicken, aufzuschneiden. Vielleicht ist das ein Werkzeugkasten hier. Sieht doch gut aus. Es ist nur eine Schachtel Schweißgeräte. Können wir auch nicht benutzen. Können wir einen Zug dadurch fahren lassen oder eine U-Bahn? Eher unwahrscheinlich. Schalter? Oh. Ja. Zug? Vielleicht können wir mit dem Schalter den Zug aufmachen. Kein Strom. Dieses Transportmittel darf nur von autorisiertem Fachpersonal bedient werden. Die Betriebsinformationen unterliegen Security Level 4. Dieses Transportmittel ist betriebsbereit, Leute. Da habe ich auch noch was gesehen hier unten. Stromabnehmer. Dieses Gerät ist veraltet und sollte wegen mangelnder Präzision nicht verwendet werden. Reparieren. Ich nehme mal an, dass uns das jetzt helfen wird. Was machst du? Ich glaube, ich weiß, wie wir die Barrikade durchbrechen. Okay, Richard. Ja, Leute, den Plan, der in Richards Geiste reift, reift auch in unserem. Und ob wir den so umsetzen können, das sehen wir dann am Anfang vom nächsten Part von Let's Play State of Mind. Leute, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao!